Lebens wegen meinem Ziel entgegen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns zur Einheit ruft, er sei mit euch. Liebe Gläubige, seid herzlich willkommen zu unserer Messe. Die göttliche Vorsehung arbeitet gut. Hat sich so ergeben, dass sowohl Josef als auch Christian heute unterwegs sind und ich gerade noch da. Ich freue mich, dass wir miteinander Messe feiern können. Wir tun es heute mit der Kirche am Gedenktag des heiligen Josaphat. Er stammt aus der Ukraine, war Priester, dann auch Erzbischof von Polsk. Und er arbeitete für die Vereinigung von der orthodoxen Kirche mit der Kirche von Rom. Von fanatischen Gegnern dieser Einheit wurde er grausam ermordet. Er hat Recht bekommen. Die Einheit aus der Liebe heraus zwischen allen Menschen, das ist es, was Gott will. Nur dann sind wir wirklich in seinem Dienst. Bitten wir auf die Fürsprache dieses Apostels der Einheit, dieses Märtyrers der Einheit, dass auch unserer Zeit mehr Einigkeit geschenkt ist, auch Einigkeit unter den verschiedenen christlichen Gruppierungen. Herr Jesus Christus, du bist von Gott gekommen, die Menschen zu Gott zu führen. Herr, erbarme dich. Du Hand, die der Vater uns reicht, Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Göttliches Leben, das uns durch dich geschenkt ist, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser, erlasse uns Schuld und Sünde nach, erführe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, du Vater aller Gläubigen, von deinem Geist erfüllt hat der Märtyrerbischof Josaphat für das ihm anvertraute Volk sein Leben dahingegeben. Auf seine Fürsprache gib auch uns den Geist der Liebe, damit wir bereit sind, unser Leben ganz für unsere Brüder einzusetzen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder, ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eine Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in ihm allem ist. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei eine Treue. Du wirst mein Gedenken,
Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Haltet fest am Wort Christi, dann leuchtet ihr als Lichter in der Welt. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit dem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Es ist unvermeidlich, dass Verführungen kommen, aber wehe dem, der sie verschuldet. Es wäre besser für ihn, man würde ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen, als dass er einen von diesen Kleinen zum Bösen verführt. Seht euch vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht, und wenn er sich ändert, vergib ihm. Und wenn er sich siebenmal am Tag gegen dich versündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, ich will mich ändern, so sollst du ihm vergeben. Die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Der Herr erwiderte, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanzt dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, dem zu Ende gehenden Kirchenjahr gemäß bekommen wir in diesen letzten Wochen viele Weisungen über unser Verhalten als Jünger Jesu, damit wir einmal hintreten können vor Gott, ruhigen Herzens hintreten können, im Wissen, wir haben uns bemüht, so zu handeln, so zu leben, wie es ihm, seinem Vorbild, seiner Lehre entspricht. Heute lehrt er uns, passt auf, die Verführungen, die euch vom Guten wegführen möchten. Es gibt den Ungeist in der Welt, es gibt den Lügengeist, den Verwirrer, den Verdreher der Wirklichkeiten, und viele fallen ihm rein, viele gehen ihm auf den Leim, weil sie nicht gelernt haben, die Geister zu unterscheiden, die sie antreiben. Ob das Heiliger Geist sein kann, ob das das Leben aufbaut, oder ob es eben das Leben nicht fördert, dann ist es Ungeist, dann ist es Böse. Jesus sagt, passt doch auf, dass ihr nicht selbst manchmal zum Anstoß werdet, anderen in den Ungeist zu führen. Denn dann wäre es besser, man wäre in diesem Moment nicht da, lieber im Meer versenkt, als wie etwas tun, was das Reich Gottes schädigt und schmälert. So sagt einfach, passt auf, seht euch vor, dass nicht andere euch irre führen und ihr nicht andere irre führt. Und dann kommt ein ganz wunderschöner Teil, seine ganze Geduld mit uns und seine ganze Barmherzigkeit, die er auch uns zutraut. Zum einen hinweisen, was ist nicht im Geist Gottes, im Geist der Liebe, wo der Bruder sich wegwendet, sündigt, sich absondert, aufmerksam machen. Oft ist man selber blind, von außen sieht man besser drein, und dann, wenn es eine Änderung gibt, vergeben, was verkehrt war. Dieses Vergeben, das ist eine wunderbare Haltung im Heiligen Geist. Und der Herr sagt heute deutlich, er braucht viel Geduld. Siebenmal am Tag die Gewohnheiten, in denen wir sind, die zu ändern, das dauert. Das umzugewöhnen. Darum ist gut, wenn da einer ist, der geduldig und barmherzig uns da begleitet, immer wieder ermutigt, immer wieder auch aufmerksam macht, aber immer wieder vergeben. Heilen tut ein Mensch nur, wenn er in seinen Schwächen nicht verurteilt wird, sondern ermuntert und aufgefangen ist.
Kein Wunder, dass die Apostel sagen, Herr, da brauchen wir Glauben. Stärk unseren Glauben, unser Vertrauen auf dich, unser sich dir anvertrauen, denn das heißt Glauben. Alles, was uns bewegt und was wir erleben, dir anvertrauen. Denn von dir her kommt die Kraft, geduldig zu sein, zu vergeben, die Kraft, das Gute zu tun und den Verlockungen zu widerstehen. Und Jesus gibt ihnen Recht. Er sagt, der Glaube ist die Kraft, die Bäume versetzen kann. Bildlich, sinnbildlich gesprochen. Wer sich mit Gott verbindet, der hat göttliche Kraft. Da ist uns auch klar, für Gott ist es kein Problem, einen Baum woanders einzupflanzen. Aber damit will er nur sagen, es ist eine große Kraft da für die, die sich ihm anvertrauen mit allen Lebenssituationen. So nehmen wir uns das mit in den heutigen Tag. Ja, wir wollen achtsam sein, in deinem Geist zu leben. Wir wollen achtsam sein, im geduldig den anderen mittragen. Und wir wollen vor allem achtsam sein, jede Situation immer wieder in die Gegenwart Gottes zu setzen, uns ihm damit anzuvertrauen und große Stärke dann erleben. Amen. Beim letzten Abendmahl hat Jesus Christus für die Einheit der Kirche zu seinem Vater gebetet. Zusammen mit ihm rufen wir, Gott unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und alle Bischöfe. Steh ihnen im Heiligen Geist bei, die Kirche zu leiten und führen. Gott unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die um Vergebung bitten und sich ändern wollen, steh ihnen im Heiligen Geist bei, dass sie Vergebung erfahren und die Kraft haben, ihr Leben im Blick auf dich zu gestalten. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die schuldig geworden sind an anderen und sich ihrer Schuld nicht bewusst sind, steh ihnen im Heiligen Geist bei, dass sie erkennen, wo sie gefällt haben und Wege der Wiedergutmachung beschreiten. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Familien und die unterschiedlichen Generationen, steh ihnen im Heiligen Geist bei, dass Achtung und Wertschätzung ihr Zusammenleben präge. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Verstorbenen, lass sie dich schauen in Ewigkeit. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch das heutige Messanliegen einschließen. Besonderes Anliegen für die Kinder, für drei Kinder im Besonderen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Denn du bist der Herrscher über die ganze Schöpfung. Dir gebührt alle Ehre und Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen,
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Lasst uns beten. Gütiger Gott, erfülle diese Gaben mit deinem Segen und mach uns treu im Glauben, den der heilige Josaphat mit seinem Blut bezeugt hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir danken sie, mein Herr. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium des heiligen Bischofs Josaphat offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Er ist Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und hat sein Blut vergossen als Zeuge des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singen, jubel ihm Hosanna, preis ihn, der kommt in unsere Zeit. Lob singen, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Erlösungsopfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ja, mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Jakobus, dem heiligen Josaphat, dem heiligen Batabio und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und alle Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht, so lasst uns voll Glaube beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deiner barmherzig heilenden Liebe, die wir in deinem Sohn schauen und erfahren. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch das Zeichen Jesu Christi, Frieden und Versöhnung. Friede sei. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die der Einheit in Liebe dienen. Der Herr hat das Tor zum Leben aufgetan, zur Heimkehr in das Land, wo kein Tod mehr ist, in das Land der ewigen Freude. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, dein heiliges Mahl, schenke uns den Geist der Stärke und des Friedens, damit wir nach dem Vorbild des heiligen Josaphat unser Leben einsetzen für die Ehre und die Einheit der Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke für euer Mitfeiern der heiligen Messe. So lasst uns hinausgehen
als Boten der Einheit, stark im Glauben. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die euch anvertraut sind, und so sehr liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.